Muss ich vielleicht aus einem anderen Raum noch rein jinxen? Oh, das wäre auch damn funny. Kenne deine Grenzen. Oh, danke für die Trophäe. Achso, wir sind ja gestorben. Ich frage mich, kann ich mich von dem Raum hier rein jinxen? Oh ja, kann ich tatsächlich. Moment. Herzlich willkommen, Zoologe macht das Spiel kaputt. Also eigentlich nichts Neues. Eigentlich rein theoretisch brauchen wir einen Würfel. Stellen halt wieder hier hin. Nehmen den nächsten Ort. Diese Kamera macht mich nervös hier. Oh, gleich First Try. Nice. Nein! Scheiße. Das ist natürlich nicht gut. Also was ist denn mit dieser Kamera los? Warum zentrierst du auf einmal so merkwürdig? Warte. Gleich nochmal. Bitte diesmal nicht loslassen. Dankeschön. Oh mein Gott, man kann das wirklich jinxen. Kann man das Dach hier hoch? Ah nein, kann man nicht. Okay. Ach, Charakter, wenn du Vincent auch springen würdest, das wäre vorteilhaft. Achso, das kann ich Vincent mal zeigen, was passiert, wenn man zu weit rausgeht. Man wird wieder zum Start teleportiert. Was auch sonst? Wo war jetzt der Raum? Guck mal, das ist das Teil, was mir fehlt. Ist es wirklich bloß die zwei Würfel und der Jammer? Ich hab echt vergessen, was wir hier machen sollen. Und das nächstlegende ist einfach in diesen Puzzle reinzugehen und einfach von darüber zu jumpen. Kann man es vielleicht irgendwie noch safer machen? An dem wir irgendwie hier rüberkommen, aber ich meine, wir könnten von da darüber jumpen und dann hier rüber balancieren und so. Aber das ist ja noch umständlicher. Wir haben ja genug Zeit. Ich meine, wir haben eh nicht mehr viel zu tun in diesem Spiel. Da können wir auch ein bisschen rumblödeln. Und einfach noch die Grenzen dieses Spiels testen. Weil wir haben ja eh nichts Besseres zu tun. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, als ein bisschen rumzublödeln. Meine... Alter! Charakter, bitte. Dankeschön. Nein. Also so mehr oder weniger balanciert. Wir lassen es durchgehen. Oh, so close. Ich glaube, wenn ich hier drauf springe, müsste ich es schaffen. Ich frage mich, kann ich nicht einfach den Hexrader mitnehmen? Gibt es hier irgendwo eine Stelle, wo ich irgendwie... Am Anfang. Wahrscheinlich hier. Am Anfang waren die Worte. Die Worte schufen die Welt. Ich bin diese Worte. Die Worte sind... Ja, ja, leck mich. Okay, wir nehmen mal den Würfel mit runter. Mal gucken, was da passiert. Ich vergesse mal, dass der Laser-Connector hier oben ist. Ech, komm schon. Na komm. Was ist denn auf einmal diese Steuerung los hier? Hat sich irgendwie mein Controller umgestellt oder so? Wobei ich sagen muss, ich habe heute die PlayStation 4 gestartet und die hat mir gesagt, ich hätte sie nicht richtig ordnungsgemäß ausgemacht, was eigentlich nicht sein kann. Oh, ich glaube, das ist am,
Am Dienstag gab es einen Mini-Stromausfall. Aber das erklärt, warum mein PC sich. Warum mein PC aus war. Das erklärt auch, warum ich am Dienstag am Kaufland stecken geblieben bin. Da gab es einen Mini-Stromausfall. Okay. Das erklärt's. Jetzt kriege ich das auf einmal nicht mehr hin hier, ne? Cool. So, vor uns alles clean hingekriegt. Kannst du bitte stehen bleiben, du Scheißwürfel? Guck mal, du bist doch perfekt balanciert hier. So, was haben wir gesagt? Wir wollen den Würfel mitnehmen. Guck mal, wir könnten ja auch einfach... Ja... Na komm. Es ist gruselig, dass es funktioniert. Es ist so gruselig, dass es auch noch funktioniert hat. Hier habt ihr noch einen dritten Wurf. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Oh, es gibt noch einen Stern. What? Es gibt noch einen Stern? Ne, den haben wir. Oh, hier sind noch Texte. Wenn sich dir ein Siegel entzieht, mach einfach weiter. Erfolge und Misserfolg sind irrelevant. Ich habe es gelöst. Ich dachte, es wäre unmöglich zu lösen, also bin ich weggegangen und habe es anders gemacht. Und dann ist mir die Lösung plötzlich eingefallen. Ich muss darüber nachgedacht haben, ohne es mir dessen bewusst zu sein. Ja, nice. Warte, man kann das ja eh einsortieren. Also warte, bei den und den. Ist das das längliche Teil? Ja. Und bei dem Viereck. Ja. Also bei den anderen zweien muss noch eins sein. Wo ist denn jetzt dieses gesamte Schild? Hier. Bei dem zweiten Viereck oder bei dem Tetris-Block? Ich denke mal, bei dem zweiten Viereck wird es sein. Oder? Aha. Nee. Ich dachte. Dann ist es vielleicht doch hier hinten. Auch wenn das. Ja, wenn das. Das wird wahrscheinlich hier sein, hier. Irgendwo da hinten wahrscheinlich. Aber ich frage mich jetzt gerade wirklich, wie soll man das normal lösen? Warte, wenn wir schon da auf den Zaun... Wisst ihr was? Wir sind natürlich ja faire Spieler. Wir setzen ganz kurz den Raum und gehen da ganz kurz nochmal hin. Ganz kurz die Mauer erkunden. Mehr nicht. Mehr machen wir nicht. Ich will gerade wissen, wo der letzte Stern ist. Mein Titel ist nicht mehr akkurat. Ich hätte schreiben sollen, wir machen das Spiel kaputt. Ich hasse das. Ich hasse dieses. Diese Mechanik. Am PC war die noch schlimmer. Ich meine, hier auf Konsole geht's ja wenigstens noch. Perfekt. Einmal da drauf, einmal da drauf. Hier rüber. Hier drauf. Dann hier drauf. Komme ich da überhaupt lang? Naja. Von hinten sind Gebläse. The fuck. Oh. Hier ist ein Loch. Das ist jetzt schon cool.
Kann ich bitte meinen Würfel wieder haben? Nein? Okay. Okay, da hinten ist ein Laserdings. Der wird was hoch. Da wird man wahrscheinlich zurückgeschleudert. Wow, man könnte da auf die Mauer drauf. Ah, wohl. Nicht wirklich, nee. Wenn wir da rüber gejinxt haben, ist ja schon. Aber ich glaube, hier ist noch ein Laser-Dings. Fuck. Aber ich will jetzt gerade wirklich wissen, wo komme ich jetzt überhaupt raus? Schön, wie ich auch hier rauskomme. Cool. Mich würde aber gerade wirklich interessieren. Oh, da ist der PC. Mich würde gerade wirklich interessieren, wie geht der Raum normal? Wir benutzen mal einen Tipp. Wir haben ja drei Stück. Wie soll das gehen? Dort dürfen jene, die sich als würdig erwiesen haben, den Rat meiner Boten suchen. Aber sie werden ihre Weisheit nicht leicht preisgeben. Denn deine Errungenschaften müssen deine eigenen sein. Super, dadurch, dass ich den Raum schon gelöst habe, sagen sie mir jetzt die Lösung nicht. Ich weiß gerade auch nicht, in welchen Hub mein Problem. Ich glaube, wir sind in Hub 5, ne? Warte, ich guck mal ganz kurz nach. Ich dachte, wir sind in 5. Ja, wir sind in 5. Sag ich ja. Okay, ich schau mal ganz kurz nach. Ach, glaubst du, dann ist gerade auch mal ein Steam-Post. Ach, meine Güte, ey. Ja, meine Güte. Jetzt haben die mir... Ach. Da. Ja, ich will nicht das Spiel so... Sag mal, Alter, seid ihr irgendwie gerade komplett dumm? Geben halt auf Steam. Geben da ein Talos. Fick mich tot. Talos. Ja, Steam, da bitte, du Scheißteil. Geiz. Oh mein Gott, ey. Es gab einen sehr guten... Sternguide. Ja, schau mal YouTube-Guide. Deine Mutter. Die Talos Principle All Stars. Ja, Guides Game Crusher. Junge, es gibt eine fucking. Dankeschön. Danke, da ist er. Da ist es. Meine Güte. So, wir sind in Hub C. Ja, bitte, Alex. Hub C5. Cool. Ich muss mir jetzt wirklich ein. Geil anschauen, wie ich Hub C löse. Ach Gott, Alter. Welcher ist dieser Stern? Ah, das ist der, okay. Spiel, willst du mich verarschen? Ich hab das gemacht, hallo? Wow, wisst ihr, was der in Guide gemacht hat? Ey, hat die zwei Würfel hier gesteckt. Ist ja nicht so, als hätte ich das auch gemacht, aber das Spiel so, oh, nö, du bist zu weit entfernt. Wow, really? Ihr seid auch Arschlöcher, ey. Ist ja nicht so, als hätte ich das gemacht, ne? Naja, gut, Dankeschön, Spiel. Hätten wir das auch geklärt.
Herzlich willkommen zu... Das Spiel ist merkwürdig. Oh Mann, ey. What the fuck? Und zwar auch nur noch 4 Sterne, ne? Nur zur Info. So, dann gehen wir mal in Hub C. Hub C sind wir schon in 6. Ach, dieser PC geht mir auf den Keks. Ja, ja. Habt ihr wieder Text, den ihr lesen könnt? Sehr schön. Haben wir Code zum Coden. Wunderbar. Danke für die Texte. Gab es hier einen Stern? Ich habe nicht aufgepasst. Hier ist ein QR-Code erstmal. Elohim redet davon, wie die Welt dem versteckten Wort entsprang. Was ist denn... Was ist, wenn dieses Wort... Und es gäbe ewiges Leiden im Wrachen, was, wenn sie keinen anderen Zweck hatten? Was, wenn all dies nur aus dem Müll einer toten Welt erschaffen wurde? Unsere Bestimmung kann nur erfüllt werden, wenn wir nicht über die Bestimmung nachdenken. Ja, wir erkennen schon hier ein Muster. Ja, hier gibt es einen Stern. Hinten bei den hier. Die 7 Tore des Aufzeichens. Oh ja, das ist das hier. Ich erinnere mich. Ja. Weil das erste Tor ist logisch, ne? Dann können wir noch einen jammen. Es geht dann bis da hinten. Bis da hinten sehe ich nicht. Tatsächlich müssen wir ja alles frei machen. Bis wie weit würde ich kommen mit einem? Okay, hier muss ich auch den Laser hin platzieren. Meinen Laser hin platzieren. Okay. Danach ist es eigentlich nur noch durchgehen. Moment, aber ich kann ja nicht mit. Ich meine, wir haben ja eh 2 Jammer. Also die Tür kann ich aufmachen, die nächste Tür müsste ich jammen. Aber wie mache ich die nächsten 2 dann? Gibt es hier einen Hexader, mit dem ich jinxen kann? Nein. Nein, Spaß. Also, wie gesagt, den Klon kann ich ja beschwören. Da kann der die Tür auf. Der macht die Tür auf. Wir könnten ja auch hier schon den Jammer benutzen. Und hier zum Beispiel den Laserdings. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, indem wir das da einfach wegnehmen. Das da verknüpfen. Und das da hinstellen. So, da sind wir schon mal hier. Das ist doch schon mal positiv. Das sieht noch ein Plan aus. Dann kann sich der Typ hier hinstellen. Mein Laser-Dings kann ich noch mitnehmen. True. Dann kann ich die Tür... Das sind 2 Tore, oder? Oder ist das nur 1 da hinten? Ich glaube, das sind 2 Tore noch.